Und damit willkommen zurück zu Harvest Moon, Licht der Hoffnung. Ein neuer Tag hat begonnen und ja, das erste, was man am Tag natürlich macht, ist erstmal die Blumen gießen. Oh nein, viel besser. Oh, sieh mal an, Troplay. Der Kohl ist schön groß und rund. Ich denke, es liegt daran, dass der Leuchtturm wieder etwas Kraft hat. Du kannst reife Pflanzen ernten, indem du den Cursor zu ihnen bewegst und die Aktionstaste drückst. Versuch es. Und es gibt ja nicht nur hier Kohl, sondern es gibt hier auch Rotkohl. Wow, Kohl. Waschechter Kohl. Ja, Kohl. Hast du gut erraten. Natürlich bin ich glücklich. Nachdem der Leuchtturm ausfiel und die Erntegöttin verschwand, fürchtete ich, dass hier nie mehr etwas wachsen würde. Du weißt gar nicht, wie glücklich ich bin. So, und dann sammeln wir den Kohl mal ein. So. Und wir haben ja beim letzten Mal hier schon ein bisschen Platz gemacht. Das heißt, jetzt kann ich hier also auch ein bisschen mehr Platz machen. Und ja, jetzt habe ich nur nichts zum Einpflanzen. Was mache ich nun? Tja, das erkläre ich euch jetzt, denn wir sollten ja beim letzten Mal für Sally einen Beweis bringen, dass wir diese Farm wieder aktiv haben. Und das machen wir auch. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zu Sally. Sally, wo bist du, liebe Sally? Jetzt darf ich auch ins Haus hinein übrigens, ne? Ganz wichtig. Da bist du ja. Hast du den Beweis? Oh, haben wir Besuch? Oh, hallo Mama. Du bist ja zu Hause. Ja, Sally. Ich kam eben zurück. Und wer ist das hier? Ich bin Troplay. Ich wollte mir eine Axt ausleihen. Troplay, hm? Ja, aber was mit der Axt? Ah, und sie wollte Pflanzen von dir als Beweis, dass du wirklich hier lebst? Sieh mal an, sie sehen so frisch und lecker aus, nicht wahr, Sally? Naja, also, man weiß ja nie, er könnte sie auch von einem anderen Hof gestohlen haben. Ach, Sally, bitte. Ich habe seit dem großen Sturm keinen so großen Kohl mehr auf der Insel gesehen. Was bedeutet, dass er ihn mit eigenen Händen angebaut haben muss? Oder glaubst du mir etwa auch nicht? Naja, ich schätze, du hast recht. Ja, endlich. Bist du dir da sicher? Natürlich nehme ich ihn. Und zum Dank mache ich dir ein köstliches Essen mit diesem frischen Kohl. Warte, Mama. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Meine Mutter kocht grauenhaft. Die meiste Zeit kann ich nur raten, was es sein soll. Oh, du willst nur unsere Axt ausleihen? Natürlich. Eine Axt bekommen. Du sollst sie haben. Das ist mein Dankeschön für deinen wundervollen Kohl. Sie ist recht schmal und alt, aber für Weichholzbäume wird sie schon reichen. So, und jetzt dürfen wir endlich Holz abbauen. Holz abbauen, Holz abbauen. So, bevor wir jetzt weiter mit denen reden, wir wollen natürlich jetzt Holz. Ja? Warum brauchen wir jetzt Holz? Das erkläre ich euch gleich. Erstmal hier den nehme ich schon mal mit. So, haben wir schon mal ein bisschen was. Hier unten ist natürlich noch mehr, aber da komme ich leider, leider nicht ran. Und zwar müsst ihr, um das Haus da oben zu reparieren, das hier, braucht ihr 5-mal Holz. Und das werden wir jetzt natürlich erstmal besorgen. Und dafür nehme ich auch als allererstes jetzt mal diese Bäume weg, die mich extrem stören. Mal bekommt ihr einen raus, mal zwei, mal drei. Es ist immer unterschiedlich. Und da ist echt noch ein bisschen Unkraut übergeblieben. Glaub's ja nicht. Hä? Schön, dass er immer sich da irgendwo festhängt. Aber aktuell bekomme ich nur einen raus. Naja. Gut. Einen nehmen wir noch mit. Da seht ihr, zwei Stück rausbekommen. Achso, da ist ein Stein. Das hat man ganz schwer gesehen. Erst wenn man ein bisschen dahinter gegangen ist. Und jetzt kann ich für Sam endlich das Haus aufbauen, dass er seinen Laden wieder errichten kann.
Ja, ihr könnt jetzt hier, keine Ahnung, was ihr da machen könnt. Aber hier könnt ihr es halt reparieren. Auswählen. Aber schön, dass man dafür auch noch Gold ausgeben muss. Aber nachdem das erledigt ist, freut sich Sam riesig. Oh, heiliger Bimbam, mein Laden. Und er sieht aus wie neu. Genau wie er vor dem großen Sturm ausgesehen hat. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Ich hätte nicht gedacht, dass du ihn wirklich reparierst. Dich schicken die Götter. Jetzt, wo ich wieder einen Laden habe, werde ich wieder Geschäfte hier machen. Sobald wieder mehr Leute im Dorf sind, wird es hier rappelvoll sein, so wie früher. Ach ja, bevor ich es vergesse, hier ist eine Kleinigkeit dafür, dass du meinen Laden repariert hast. Ah, eine zweite Steintafel. Ich habe diese Steintafel für dich. Ein sehr wertvoller Schatz, der dir Wohlstand und Glück bringen wird. Auch wenn ich die Tafel eben erst gefunden habe und keine Ahnung habe, was daran wertvoll sein soll. Naja, egal. Muss er ja nicht wissen. Freut mich, dass sie dir gefällt. Der Kunde ist König. Stimmt's? Gut, ich muss los. Bis bald. Also stimmt es, Sam ist zurück. Und alles dank dir, Troplay. Wer weiß, wenn wir die anderen zerstörten Häuser wieder aufbauen, kommen vielleicht noch mehr zurück. Ich weiß, ich träume schon wieder. Gut, ich habe daheim noch zu tun. Also gehe ich mal. Lass mich wissen, wenn du noch Hilfe brauchst. Troplay, ich kann die Steintafel sehen. Wie ich dachte, siehst du die Form? Genau wie die Vertiefung im Leuchtturm. Das müssen wir uns ansehen. Jetzt aber noch nicht, oder? Müssen wir noch nicht, oder? Wir können doch erstmal alles einpflanzen. Genau. So, bei ihm kann man jetzt kaufen. Endlich ist Sams Laden wieder geöffnet. Wenn du etwas brauchst, frag einfach den guten alten Sam. Ja, will ich doch. Verkauf mir deine Ernte und ich besorge mehr Saatgut. Keine Sorge. Dir verkaufe ich es mit Rabatt. So, und jetzt können wir endlich kaufen. Und, erstmal möchte ich jetzt 10 Kohlsamen. 10. Dann nehme ich Sellerie, 8. Zwiebeln. 8. Und Erdbeersamen nehme ich 9. So. Und dann kann ich auch noch andere Sachen da kaufen. Wohlgemerkt, aber das kommt erst später, worauf ich hinaus möchte. Und ich kann natürlich auch Sachen verkaufen. Und darunter auch den schönen Kohl, womit ich wieder richtig viel Kohle zurückbekomme. Nein, die Margeriten, die möchte ich erstmal noch behalten. So. Dann habe ich schon wieder 500 Gold. Eben mal ganz easy peasy lemon squeezy Gold gemacht. So muss das sein. So, da haben wir 10 Stück. So, hier will ich die Erdbeeren hinpflanzen. Einfacher wäre es halt, wenn ich jetzt hier Touchscreen hätte. Das würde es bei weitem leichter machen. Selleriesamen, Zwiebelsamen, Erdbeersamen. Nein. Schöner wäre es auch, wenn man jetzt hier mit dem Controller-Stick irgendwie das ansatzweise... Ach Mann. ...ändern könnte. So. Dann gießen wir mal. Und ihr seht, es verbraucht verdammt viel Energie, das alles jetzt zu sehen und, ja. So, ach, das heißt, dann können wir jetzt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und da packen wir den Selleriesamen hin. So, am besten ist ja auch mit dem Steuerkreuz zu arbeiten. So. Und weil mit dem Analogstick habt ihr halt das Problem, dass ihr sehr schnell euch mal verdreht oder sonst irgendetwas macht. So, dann nehmen wir den Kohlsamen. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie meine Energie auffüllen kann. Das habe ich noch nicht herausgefunden. Er hat ja mal gesagt, ja, ich kann dir Energiesachen geben oder so.
So. Aber, ja, gut, dann ist das halt erstmal so. So. Ich muss gleich eh erstmal gucken, wo ich jetzt noch den Sellerie hinpacke. Ah, kann ich hier hin machen. Ich weiß gar nicht, Sellerie? War es jetzt Sellerie, das andere, was ich noch offen hatte? Oder waren es die Zwiebeln? Das waren die Zwiebeln. Dann machen wir halt noch die Zwiebeln schnell hin. Oh, verdammt. Zwei Zwiebelsamen. Und das ist dann halt, wenn man zu schnell klickt, ne? Dann passiert das halt. So, Zwiebel, Zwiebel und Zwiebel. So, kurz Wasser auftanken. Und da haben wir schon ein paar Felder jetzt bestückt. Die können wir jetzt auch dann erstmal so lassen und uns erstmal um andere Sachen kümmern. Denn wenn wir zu viel davon haben, von den Feldern, die müssen wir auch alle gießen und so weiter. Und das könnte dann echt ein bisschen heftig werden. Hm, wie seltsam. Warum ist nichts passiert? Hat die Tafel vielleicht nicht genug Energie? Möglich. Vielleicht fehlt ein zweiter Wichtel. Weißt du, die Energie in diesen Stein kommt nämlich von der Natur selbst. Natur, Natur. Von vielen Denken bekomme ich Kopfschmerzen. Mein Gehirn käst. Wenn mehr Leute im Dorf leben, bekommen vielleicht auch der Leuchtturm mehr Energie. Triplay, du musst mehr Gebäude reparieren, damit mehr Leute ins Dorf zurückkommen. Ich helfe dir. Okay. Also, ihr braucht natürlich auch Leute, die dann entsprechend da helfen können. Deswegen habe ich das ja gerade gesagt. Und dafür brauchen wir halt mehr Holz. Weil, um hier ein Gebäude dann zu reparieren, braucht man Holz und wieder Gold und wieder Holz und wieder Gold. Und jetzt habe ich echt schon das große Problem, dass mir jetzt schon die Energie ausgeht. Ich habe nämlich einfach zu viel gemacht. Das sollte so jetzt nicht sein. Aber nun gut, am Anfang ist es bei jedem Spiel immer langsam voranschreiten und nicht so schnell. Ich weiß gar nicht, wie viel Holz ich brauche für das Gebäude hier. Oh, ich habe alles. Perfekt. Juhu, es ist vollständig repariert. Das war mein Blumenladen. Wenn der ehemalige Besitzer zurückkehrt, kannst du viele verschiedene Blumensamen kaufen. So. Ja, wie kommt jetzt der ehemalige Besitzer zurück? Ich erkläre es euch ganz einfach. Ihr geht einmal ganz kurz hoch und geht wieder runter. Eigentlich. Oder auch nicht. Dann müsst ihr halt eine Nacht schlafen. Keine Ahnung. Ich bin überfordert. Aber das ist gut. Dann habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit und kann noch ein paar Bäume fällen. Natürlich nicht zu viele. Sonst ist meine Energie komplett im Hintern. Das war es jetzt nämlich schon. Ha! So, hier seht ihr jetzt auch. Hier kommt Kohl raus. Während ich es bei den anderen nicht weiß. Da weiß ich, das sind Zwiebeln. Das hier ist Sellerie. Und das hier sind Erdbeeren. Und ja, ich würde sagen, nach so einer kurzen, erfolgreichen Folge gehen wir ins Bett, legen uns schlafen, bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.